Ja, komm her, komm. Ey. Du musst schon hierher kommen. Ey, komm schon, tu mir den Gefallen. Ach, das ist doch Verarschung. Aber ich weiß wenigstens jetzt, wo du bist. Ja. Ha, jetzt habe ich dich, Alter. Nee, du kommst hierher. Das bleibt. Ja. Gekriegt. Ich habe dich gefunden. Von wegen, du kannst dich vor mir verstecken. Man verliert nie ein Haustier. Man findet das Haustier immer. Und wir haben unsere Katze echt schon Orten gefunden, wo es sehr fragwürdig war. Wie die da hinkam. Und ich habe es trotzdem geschafft. Irgendwie schön zu wissen, dass ich vielleicht dieses Ding hier doch nicht als Let's Fail markieren muss. Muss ich ganz ehrlich sagen, das freut mich irgendwo. Wenn ich es nicht als Let's Fail markieren muss. Ich habe da nämlich fest mit gerechnet. Aber schön, dass ich das doch nicht muss. Na. Ach, schon wieder abgehauen. Mann, der haut auch immer ab. Der ist so glitschig, ey. Na, zum Glück hat Dales den. Ey, komm hin, Alter. WTF? Glad I found you. Mann. Was zum... Wieso hast du die nicht gegriffen? Du hättest ihn greifen können. Du hättest ihn greifen können. Oh, vor allem der ist so fest. Man sieht's ja, der ist so dick, ey, und so. Ah. Ey, der ist nicht dick, der ist fett. Der ist so fett, dass es die Erde hat gebebt, als der losläuft, ey. Ich fass das nicht. Der läuft los und die Erde bebt. Das ist doch nicht gesund. Wo ist er denn jetzt? Allwissende Kugel. Die grundsätzlich sich nicht manchmal genau genug ausdrückt. Beim ersten Mal durchspielen kann das sehr verwirrend sein, wenn sie sich nicht genau genug ausdrückt. Also rein da. Wow, du hast wenigstens in den Zug gepasst. Jetzt nochmal gucken. Hi, Sonic. Mann. Der Kerl grübelt aber auch überall nach. Wo ist er? Ah! Der ist in dem letzten Fleckengrün, das man hier finden kann in der Stadt. Geht's noch? Will er jetzt einfach einchecken oder was? Aber nicht auf meine Kosten. Das bezahlt der Frosch aber selber, wenn der hier einchecken will. Der glaubt doch nicht, dass ich es bezahle. Entschuldigen Sie, haben Sie Ihren Frosch gerade durchlaufen sehen? Jetzt gerade in dem Moment? Oder gerade eben? Echt immer diese Leute, ey. Der hat mir keine Auskunft gegeben. Ich sag ja, man darf die nicht fragen. Nein, wir können ja keine Auskunft über Kunden geben. Nö. Hm. Na, der muss wohl an den Strand sein. Hier ist so viel Wasser. Hier ist viel zu viel Wasser. Viel zu viel. Und dazu eine irre schwule Musik. Oh Mann, ey. Alter, die Musik könnte bei einem Porno laufen. Und das meine ich ernst. Die könnte beim Porno laufen. Wenn die heißadrette Frau reinkommt, dann ist der Mann so erregt, dass gleich das Balsamöl rausgeholt wird. Yeah. Nein. Ernsthaft. Oh.
Ach, da bist du. Schön, dass ich dich so schnell finden kann. Du kommst jetzt her. Obwohl ich ja schon gerne mal... Ich will mir eigentlich schon gerne die Karte hier angucken. Ist bestimmt wieder ganz anders. Ha! Na! Ich treff dich noch. Komm her, du. Sag doch, ich treff dich. Ich bin viel zu breit, dass man... Glaub mir. Ich mach einmal Hüftenschwingen, ey, und der Kerl ist so zermatscht. Ja, gleich wieder ein Leben. Da hat sich das Umgucken doch gelohnt. Ja, ein bisschen weit. Nein, viel zu weit. Nein, scheiße. Da sollst du nicht ganz hin. Jetzt mal sehen, ob wir den da überhaupt kriegen. Juhu. Scheiße. Nicht nah genug. Na, ich will nicht so weit raus. Ha. Jetzt aber. Komm, das muss klappen. Wieder die Tasten auf die... Wieder den Finger auf die Tasten. Komm. Ey, das sind ja voll die Minifische. Ja. Ja, ich hab dich. Diesmal kriege ich dich schneller. Aber auch nur, weil ich dich durch Zufall gefunden habe. Ganz ehrlich, was versuchst du da eigentlich? Ich zieh dich sowieso ran. Und dabei habe ich noch nie mal die verstärkte Leine. Nein. Ha, ich krieg dich. Das ist das Schöne wenigstens, wenn das Viech so dumm ist und immer wieder in denselben Köder beißt. Yeah. Froggy, Mensch, das ist ein Angler. Ich müsste so wissen, dass man nicht in Köder beißt. Ha, und wieder gekriegt. Ich sag doch, mit einer schwulen Musik klappt alles. Nein. Was ist das denn bitte schön eigentlich für ein Schwimmring, hä? Da fehlt ein Teil. Not too bad. Ha, schön, dass es geklappt hat. Froggy? Ach. Uh-oh. No, hold on there. Come back, please. Give me my friend. Ach. I'm begging you, please. Es weiß nicht, aber das wirkt immer mehr als dämlich. Oh, man muss Big schlagen. Und so oft im Hinterkopf, bis das mal ein bisschen klüger wird. Oh. Ernsthaft? Vorsicht, ey, Big ist so schwer, dass der Carrier kann abstürzen mit seinem Gewicht. Du musst wahrscheinlich das Gewicht eines Koffers mitbezahlen beim Flug. Ich frag mich ehrlich, wer hat den Lust? Seine Synchronstimme gehen. Der denkt sich wohl auch schon, der hat sich wohl auch bei den Sprüchen gedacht. Boah, was für ein Vollidiot. Das ist ja wohl so daneben mit den Sprüchen, ey. Das ist so daneben mit den Sprüchen. Oh, komm, lass uns mal hier rein. Ich kann nicht zufällig, auch hier. Oh, mies. Das ist Diskriminierung. Amy braucht nur springen so und dann geht das an und die wiegt fast nichts. Und er hier ist so schwer. Das glaube ich ja nicht. Er ist so schwer, eigentlich müsste er es doch locker machen. Echt, das ist so mies. Das ist voll gegen... Voll diskriminierend, ey. Echt. Geht gar nicht. Ich soll jetzt da? Na gut, lass uns suchen. Kohlensäure Hot Seltzer. Ja, Hot Seltzer, ne? Mit Kohlensäure natürlich. Ha, voll die schlechten Witze, aber ich darf das. Oh, ernsthaft? Er ist von einem idyllischen Paradies, was schon fast als Regenbogenland bezeichnet werden kann. Und dann hierhin. Boah, die Fische werden immer hässlicher. Ehrlich. Ha, das war wohl nichts mit deiner Bombe.
Nee, die Verschnellung brauche ich nicht. Ich habe Zeit. Er ist so dick und gemütlich, er schafft es. Also los, los. Ach, ich soll hier also. Das erklärt natürlich alles. Ah, that's Froggy. Looks like he needs my help. Ja. Also, auf den Knopf und lass den Kram erfluten. So, und jetzt schauen wir mal, wo er ist. Kommen Fische plötzlich irgendwo einfach her? Das nenne ich immer mal asozial. Oh, ich hab gleich in die Nähe getroffen. Huch. Ja. Du hast keine Chance. Ich krieg dich so oder so. Nee, vergiss es. Nein. Ha. Keine Chance. Ich hab's dir doch gesagt. Oh, da hätten wir ein Leben, glaube ich. Haha. Ja, ich hab's geschafft. Not too bad. Fang den Froggy und ich habe den Froggy gekriegt. Yes. Schade, dass es kein Space Froggy ist. Anspielung. Auch nicht schon wieder gleich dieses entführende Licht, ne? Weder, nee. Ja, schön, dass mit der Zusammenarbeit. Ach, nö. Jetzt ist das Entführerlicht schon wieder. Lass das Entführerlicht, der ist zu dumm, der würde den ganzen Kram doch sowieso nicht verstehen. Och, nö, der checkt doch nichts. Der ist zu blöd dafür. Ich meine, klar, ne? Die Schicksale der Vergangenheit sind verschwenderisch. Aber das ist Verschwendung pur. Verschwende doch nicht die Erinnerung an Big, der ist so dumm. Der ist so fürchterlich dumm. Wow. Is it all right for me to be here? Erstmal dachte ich, wow, wie fett ist der denn? So do you trust me? So these are the seven emeralds. Das wird Big nicht sagen. Was denn? The seven Chaos Emeralds, unified by one, that is the controller. Naja, die meisten, die Sonic ein bisschen kennt, wissen ja, was das hier alles zu bedeuten hat. Could this be the emerald that controls the seven Chaos? Ich meine jetzt ehrlich, die Kleinen sind drumherum und der Große in der Mitte. Man könnte jetzt nicht unbedingt denken, dass der Große die Kleinen kontrolliert. Würde man von der Aufstellung ja nicht kommen, ne? Hm. If something happens now, there's no point to my rescuing you. I don't know who would bother to save us both. Ganz ehrlich, du hast wohl mehr kaputt gemacht. Ich wette, das war Big. Ich wette, Big ist in der Trance durch den Keller gelaufen und hat irgendwas kaputt gebrochen.